Sehr meine Freunde, und damit willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es allerdings um was sehr Trauriges, denn ja, ich bin gebannt auf gomme.hd.net. Und das Problem ist, ich habe keine Ahnung warum. Ich habe jetzt seit knapp 2 Tagen war ich gar nicht mehr auf Gomme. Vor 2 Tagen weiß ich, dass alles noch funktioniert habe, und seit circa einem Monat oder so spiele ich überhaupt keine Spiele mehr auf Gomme, weil ich mich momentan nicht so zu PvP bewegen kann. Ich habe ja noch einige Videos vorproduziert, das heißt, für euch wird es jetzt eh keinen Unterschied machen. Ihr werdet die nächsten paar Monate, paar Jahre wahrscheinlich sogar noch eh Minecraft gomme.hd.net Videos haben. So ist es jetzt nicht. Allerdings, naja, wenn ich einfach mal Bock hätte zu spielen, dann nervt mich das halt trotzdem, weil ich jetzt nicht mehr auf Gomme kann. Vor allem nervt mich halt einfach persönlich, dass jemand sich in meinen Account reinhacken konnte, um zu hacken. Das ist, naja, nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich sag mal so, ja, ich werde auf jeden Fall auf gomme.hd.net gehen und da mal einen Gomme-Entbannungsantrag stellen, mal gucken, was da passiert. Vorerst kann ich ja nicht viel anderes machen, das ist halt das Thema, aber ich würde sagen, ich begebe mich jetzt einfach mal in eine Runde Left 4 Dead oder so und dann rede ich dann weiter, ne? Bis gleich. So Leute, im Hintergrund seht ihr ein kleines Gameplay von Left 4 Dead. Ich habe das jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt, das wird Zeit ein bisschen mein Skill. Dennoch, ja, will ich doch mal kurz ein bisschen zum Thema zurückkommen, und zwar das Problem ist halt einfach, ich habe jetzt seit ca. 2 Wochen gar kein PvP mehr gespielt, weil mich irgendwie einfach das PvP-Fieber nicht mehr packt. Ich habe jetzt übrigens im gomme.hd.net-Team einen Entbannungsantrag gestellt an alle diejenigen, die sagen, ich soll das machen. Habe ich jetzt mal gemacht. Mal gucken, was da zurückkommt dabei. Und ja, auf jeden Fall habe ich seit ca. 2 Wochen kein PvP mehr gespielt, weil es mich halt einfach nicht mehr so packt. Für euch ist es jetzt eh nicht schlimm. Ich habe jetzt das eine oder andere vorproduziert. Das heißt, euch soll das jetzt gerade nicht groß angehen. Und ich denke mal, bis ich entbannt bin, habe ich auf jeden Fall noch Vorrat für euch. Ja. Dann bin ich etwa vor 2 Tagen wieder auf gomme.hd.net online gegangen, um halt bei dieser Lotterie mitzumachen. Eigentlich war das der einzige Zweck, weswegen ich da war. Dann habe ich ein bisschen diese Lotterie halt gemacht, ein bisschen teilgenommen und fand das lustig. Und dann, ja, bin ich halt wieder offline gegangen. Ja. Habe ich etwas über 7000 Coins oder so gemacht. Habe ich sogar noch auf Twitter gepostet, ein Foto davon. Und dann dachte ich mir heute Morgen, yo, ich gehe mal wieder auf Minecraft, mache wieder bei dieser Lotterie mit. Vielleicht kriege ich mal wieder, ja wieder ein paar Coins von. Und dann bin ich auf Minecraft gegangen und habe gemerkt, ich müsste mich wieder anmelden. Das kam mir da schon ein bisschen spanisch vor, weil das kann ja nicht sein, dass man sich neu anmelden muss jedes Mal. Es passiert manchmal, wenn man eine längere Zeit nicht mehr gespielt hat. Oder aber es kann auch passieren, wenn man sich jetzt von einem anderen PC ebenfalls angemeldet hat und dann wieder zurück an den ersten PC gegangen ist. Beides traf allerdings bei mir nicht zu, deswegen kam mir das etwas seltsam vor. Aber ich wusste nicht, vielleicht war das einfach nur so eine komische Maßnahme von Minecraft. Bin dann auf gomme.hd.net gejoint und dann musste ich feststellen, dass ich, wie gesagt, eben gebannt wurde. Und eigentlich ging mir da direkt das Licht auf, jemand hat sich in meinen Account reingehackt, und ja, dann ging diese Person auf gomme.hd.net und hat gehackt. Entweder das oder ein Admin hat irgendwas Komisches gemacht, ich weiß es nicht, etwas davon wird es auf jeden Fall sein. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine Kontodaten des Minecraft-Accounts ändern und natürlich auch meines YouTube-Kanals, weil da habe ich dieselben Account-Daten, und das will ich jetzt nicht riskieren, dass diese eine Person. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht weiß, dass ich auch noch einen YouTube-Kanal habe, weil das wird wahrscheinlich mehr oder weniger Zufall sein. Wenn sie es allerdings weiß, dann besteht die Möglichkeit, dass sie nachher plötzlich auch meinen YouTube-Kanal hacken. Das will ich nicht eingehen, deswegen werde ich das auf jeden Fall machen müssen, was mich persönlich ein bisschen stört, weil ich habe das Passwort schon seit fast 10 Jahren und es ist ein relativ sicheres Passwort. Das heißt, es ist jetzt das allererste Mal, dass mir das passiert ist. Ich habe da 18 Zeichen drin, zwei Zahlen, Buchstaben habe ich drin, ne? Ich habe Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, alles mögliche. Eigentlich übel hacksicher, ich weiß nicht, wie das geschehen konnte. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Dennoch, das Risiko ist für mich zu hoch und deswegen mache ich das. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Mir ehrlich gesagt jetzt nicht so, das zu machen oder das machen zu müssen, weil es ist halt so eine Nachricht, wo man sagen muss, ja, nee. Ich hoffe, euch passiert das nie, muss ich ehrlich sagen. Also ich kann es niemandem gönnen, dem sowas passiert. Dennoch, ja. So, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Haut raus. Bis zum nächsten Mal und ciao.